Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde von Strategic Command. World War II, War in Europe gegen PK Villamora. Schauen wir uns die Wiederholung, das Replay an von der letzten Runde, was er so gemacht hat. So, Bewegung an der Maginot-Linie, im Hintergrund zumindest. Der Zerstörer fährt wieder weg. Richtung Malta. Ah, er hat einen U-Boot entdeckt. Allerdings mit einem Kreuzer. Das tut ein bisschen weh. Mal schauen, ob er noch einen Zerstörer in der Nähe hat. Hoffentlich nicht. Wenn er den nicht wegziehen kann, könnte ich ihn theoretisch sogar angreifen. Das sollte wehtun. Mal schauen. So, diese Runde ein bisschen weniger geplündert. Gut, das eine U-Boot, das angegriffen worden ist, kann ich plündern. Achso, eins habe ich hier ins Nirvana gezogen. Okay. Damit ist das klar. Okay, Flugzeugträger wollen wir nicht haben. Brauchen wir nicht als Deutscher. Wollen wir Litauen? Ja, wollen wir. Wir annektieren Litauen. Wir haben die Fallschirmjäger. Zweiten. Werden wir mal irgendwo hier hinbringen. Dann Gariboldi. Und noch ein Chor. Tja. Machen wir das mal so. Die Garnison wollte ich auch noch. Machen wir gleich mit den Italienern weiter. Ziehen noch die Armee hier ran. So, mit Italienern sind wir noch nicht im Krieg, deswegen kann ich gar nicht sehen, was für Supply wir dort haben. Müsste, oh, jetzt kann man ausrechnen. Es müsste 8 sein, 7, 6. Das heißt eigentlich ganz okay. Ja. Okay. Italiener sind soweit fertig. Zumindest was das Ziel angeht. Dann gehen wir weiter. Machen wir mal das Langweilige zuerst. Erstmal die U-Boote, damit ich sie nicht vergesse. Hier können wir einen schönen Angriff fahren. Das machen wir auch. So, und jetzt fahren wir nach hinten. Ach du liebe Zeit. Das ist natürlich doof jetzt. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, den fahren wir ein bisschen nach dort. Den hatten wir ins Nirvana gesetzt. Der kommt, Nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Also nächste Runde gibt es weniger zu plündern. Eindeutig. Die bleiben dort. Hier wirklich nicht weiter. Eigentlich ist hier doch so eine Art Hafen, oder? Wir werden sehen am Ende dieser Runde, ob das, ob da irgendwas ist, was dann, ja, belagert wird. Okay. Dann schauen wir mal zu den Deutschen. Mich interessiert jetzt erst einmal, was bekommen wir denn? Wir bekommen nächste Runde die Artillerie. Dann kriegen wir noch einen taktischen Bomber und den Panzer. Und dann sollte es dann eigentlich auch losgehen, so langsam. In Frankreich. Das heißt, wir müssten uns jetzt ein bisschen aufstellen.
Die Frage ist, mache ich Luxemburg früher? Ab nächste Runde können wir die Artillerie einsetzen. Das heißt, übernächste Runde können wir mit der Artillerie angreifen. Das heißt, ich mache nächste Runde Luxemburg und ich mache die Runde danach. Greifen wir dann die Maginot-Linie oder gehen wir hier durch die Ardennen? Ob ich Belgien angreife, weiß ich noch nicht. Wenn, würde ich es aber wahrscheinlich relativ links liegen lassen und würde hier durch die Ardennen ziehen und höchstens so im Nebengang versuchen, Brüssel zu erobern. Mir ist wirklich wichtig, dass ich hier gut durchkomme. Ich möchte an den Sümpfen möglichst vorbei. Ich möchte da nicht geradeaus durchlaufen. Ich möchte möglichst nach Süden, Richtung Dijon. Vielleicht mit einer kleinen Abteilung Lyon einnehmen und dann in so eine Art Sichelschlag Richtung Paris. Und das müsste dann auch locker reichen, um Frankreich niederzuschlagen. Also um das Veggie-Event zu bekommen. So, wir müssen unbedingt aber noch hier was machen, nämlich die Armee raustauschen und hier upgraden. Na komm. Die falschen Jäger müssen unbedingt nach unten rangezogen werden. Auch diese Armee muss noch rangezogen werden. Die Panzer brauchen eigentlich Mobilität. Und das machen wir jetzt auch wenn es teuer ist. Wichtig ist auch noch, dass die Flugzeuge alle unter einem Kommando sind. Zumindest die Jäger. Die kann er irgendwie gar nicht nehmen. Warum eigentlich? Na gut, wir sind immerhin alle unter Marku. Könnten hier nochmal verstärken, hier nochmal verstärken. Ja, warum nicht? Dann bringen wir die Luftwaffe einfach in Schuss. Ziehen hier noch ein bisschen ran. Mag ich auch noch verstärken. So. Und dann sind wir mit den Deutschen auch schon wieder am Ende des Geldes angelangt. Die Italiener sparen. Hier haben wir jetzt erstmal nichts weiter zu tun. Hier ist eigentlich sind drei Einheiten. Da dürfte Russland nicht mobilisieren. Ich gucke jetzt nochmal kurz in die. Sieht doch eigentlich gut aus mit 12. Ich glaube, das geht auch erst ab 1941 gilt das erst. Ne, ab 1940. War später, das ist ja hier noch gar nicht, das Symbol ist noch gar nicht da. So, weil wir hatten da letztens dieses Event bekommen, das hat mich so ein bisschen irritiert, aber ich glaube, das ist einfach nur so ein Hinweis, dass Russland irgendwie überhaupt, die haben da, glaube ich, historisch gesehen eine Militärreform gemacht. Vielleicht ist es das. So, im Irak hat sich noch nichts getan. Dann schauen wir nochmal kurz an, ob der Alliierte, ob die Alliierten irgendwo Diplomatie angewendet haben. Nein, sieht nicht so aus. Russland relativ wenig geforscht. Interessant. Interessant. Na gut. Dann sind wir auch mit dieser Runde fertig. Wie gesagt, nächste Runde kommt die Artillerie. Und die können wir dann platzieren. Und übernächste Runde, das würde ich gerne noch ein bisschen näher ranziehen hier, das.
Nämlich die Armee mit der Mobilisierung. Mit der Mobilität, meine ich natürlich. So. Das kann ein bisschen näher ran. Machen wir hier hin. Gut. Ja, bei dem Wetter kann man sich nicht weit bewegen. So, das reicht jetzt aber. Dann beenden wir mal die Runde. Okay, das ist ein historisches Event. Okay, das kostet uns natürlich ein bisschen Bereitschaft, dass wir Litauen annektieren. Ist aber, glaube ich, historisch. Wir machen Fortschritte bei Spionage. Und auch hier keine große Veränderung. Kein großes Plündern. Fällt mir. Ja, dann ciao und bis zum nächsten Mal.